Hi Leute, willkommen zurück zum Crime Scene Cleaner. Es geht weiter in Kapitel 5. I don't know at which point it started to become mundane. But I do remember that at that time, all I was thinking about was at least it wasn't me who was being put in a bag. Ja, okay, es ist so, der Typ, der uns beauftragt hat, hier sauber zu machen, hat wohl den anderen Typen getötet, der mit seiner Frau eine Affäre hatte und gleich die ganze Familie dazu. Ich meine, ist ja normal, ne? Also wenn, dann müssen alle dran glauben. Und so sind wir hier gelandet. Kapitel 5. Kettensäge. Zum Glück bin ich kein Cleaner, also ich mache ja nur den Tatort sauber, aber wenn ich jetzt noch die Morde begehen müsste, wäre schon krass, so ein Spiel zu haben. Da würde ich es aber auch so machen, dass ich dann wirklich nur notwendige Gewalt benutze und nicht jetzt alles in Blut hier einkleide neu. Okay, Schwimmbecken. Holy fuck. A bloodbath. Ui. Ja, okay. Kann man mal machen. Ach nee, muss ich jetzt wieder ganz zurücklaufen, immer um ans Auto zu kommen. Ja, das sind auf jeden Fall großkalibrige Patronen. Ach, scheiße. So, die Pizza nehmen wir auch noch mit. Mach ich ja auch gerne, obwohl es nicht dazugehört. Ist ja das Plus hier, weil ich immer leiste im Job. So die extra 10%, ne? Die auch bezahlt werden, wenn ich alles richtig mache. It might be worth something. Ja. So, was ist das denn? Eine Pizza. Eine Menge Blut. Das ist eine Alarmanlage. That's where he was shot for the first time. Damit ist weg. Walk a few steps and fell into the water. Alter, ich muss irgendwie das Wasser ablassen hier. Wo ist denn der Stuhl? Wo ist denn der Stuhl? Ach, der ist im Wasser. Na toll, da komme ich jetzt auch nicht ran, ne? Wir wollen ja nichts aussehen lassen, als wäre was passiert. Deswegen alles schön aufräumen. Oh, da ist gerade noch ein kleiner Basketballplatz. Kann ich da reinlegen? Nö, muss ich nicht. Ist wieder nur ein Bonus, ne? Inkognito-Modus, was ist das denn? Was ist denn hier? Ist der da die geheime Porno-Ecke und warum liegen überall Basketbälle rum? Ui, okay, ich gehe erstmal. Ich verschaffe mir erstmal einen Überblick, ja? Oh shit. Won't budge. Looks like some kind of electronic lock. Guck mal, die haben sogar diese Mooswände. Wie edel. Kann man sich bestellen? Aber sauteuer, habe ich gesehen. Was denn hier? Was hat Zugang etwa? Geheimer Zugang. Ah ja. Maybe the pool boy has a key on him. Ah, guck mal hier. Sehr gut. Jetzt kriegen wir das Wasser aus dem Pool. Hier ist natürlich alles voller Blut. Herrlich. So, was ist 6? Ist das so? So. Nichts verschüttet, bitte. Bitte. So. Oh, was? Ich hab mehr? Widerstandsfähiges Reinigungsmittel verlangsamt die Rate mit der Werkzeuge Verschmutzwert um 30%. Reinigungsmittel, das die Waschfläche um 30% erhöht. Schwierige Flecken zu reinigen und das Wasser im Eimer verschmutzt. Okay, wir nehmen das mal. Gut, dass die neu sind. Okay. Wir räumen erstmal den ganzen Quatsch hier beiseite. Wir machen nachher eh wieder alles voller Wasser. Alter. Wie kann der da auf dem Grund liegen? Der muss doch oben schwimmen, oder? Oh. Workshop. Warum liegt der Stuhl jetzt hier? Sehe ich nicht so ganz. So, Müllsäcke entsorgen. Entsorge die Körper. Sicherung, Beweise sammeln und Möbel wieder an den Platz stellen. Alter, da oben ist auch noch alles blutig. Oh, da liegt auch noch eine Leiche. Scheiß die Wand an, ey. Was habt ihr hier gemacht? Da glaube ich, nehme ihn erstmal mit, den jungen Mann. One shot in the back, one in the head. He didn't really stand a chance. Oh, scheiße. Ist egal.
Ich wusste nicht, dass die Blut splattern, wenn man die hinwirft. Aber es ist ja eigentlich logisch, ne? Ist ja eigentlich logisch. Ich hab's ja schon mal gesagt. Die müssten ja eigentlich auch tropfen die ganze Zeit, die Leichen. So, war da eben eine Krähe, als ich den Müll entsorgt habe. So, komm mal mit. Dass die das aber immer so blutig machen müssen. Da kannst du einfach... Wie gesagt, eine Karotte, wirkst den so ein bisschen, dann kommt da auch kein Blut, ne? Aber wahrscheinlich wollen sie es ja immer so ein bisschen... ja, wenn jemand das sieht oder für sich als Genugtuung. Ich weiß ja auch nicht, weil es sieht ja jemand, weil ich hier sauber mache. So, mal erstmal. Uiuiui. Habt ihr gerade das durch die Hose ge... Ja, das ignorieren wir jetzt einfach mal. So, Werkstattschlüssel. Aha. $200. That should open the main door. Aber funktioniert das denn so? Mr. Castle, can I talk to you for Mr. a second? Mr. Castle. About what? You and Bianca Brenner. What are you trying to... I saw you two last night. Even took some photos. But your wife doesn't need to see him. I just... Shut up. Not here. Let's go inside. Alter. One affair too far, Mark. Der Poolboy. Gewagt, 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 muss man mal sagen. Also einfach seinen Arbeitgeber so hier erpressen will. Nicht bestechen, erpressen, ja. Krass. Gehört schon Mumm zu, aber auch ein bisschen dumm, ne? Da kommen wir mal erstmal hier sauber. Guck mal, das ist richtig gut mit der Fläche. So, hier ist alles weg. Wie viel haben wir jetzt? 0%. Aber das hat ja nicht dazu gehört zum Originalblut. Das war ja nur selbstverschuldetes Blut. Okay. Für die Musik. Lulululu. So. Wie kann sich das hier unten so sammeln, wenn es die ganze Zeit voller Wasser war? Der Pool, der muss doch komplett eigentlich sauber sein, außer... Also Reste überall. Also so ganz kleine Reste vom Blut im Wasser, aber... So viel dürfte das jetzt nicht sein an den Wänden. Na egal. Das weiß ich. Hör ich da nicht so aus. Bin kein Experte, kein Forensiker. Was ist das denn? Was war das denn? Den Bug hatte ich schon mal übrigens off-cam, als ich das rausgeschnitten habe in der Sauna. Ja, mache ich jetzt auch nicht mehr, keine Sorge. Ich weiß nicht, ich habe es noch nicht hochgeladen, es kommt heute das Video. Aber ich glaube nicht, dass das so cool ist wahrscheinlich für manche, dass ich das rausschneide. Deswegen lasse ich jetzt alles drin. Ist ja auch okay. Man kann das hier alles ein bisschen mit dummem Gelaber füllen. Ist ja nicht so, als könnte ich sowas nicht. Das ist ja mein Job. Dumm labern. Ah, schon, das ist voll schade. Krieg ich das noch hin? 80% Blut. So, alles weg. Ja, ich glaube, wir haben alles weg. Sehr gut. Das ist ein schöner Job eigentlich, wo man nachts in Ruhe arbeiten kann, ne? Ich finde das toll. Warum hatte ich zwar noch nicht, aber egal. So. Ah, ganz schön Sauerei gemacht hier wieder. Da ist ja noch viel mehr. Warte mal, dann... Cleaning comes before fixing. So. Das ist alles so befriedigend einfach, ne? Ich weiß auch nicht warum, aber... Oh, warte. Matsch. Matsch. Pristine clean. Something is blocking the way. Was? Ich. So, wir haben alle Möbel hingestellt. Matsch, matsch, matsch. Herrlich. Das ist eigentlich schon eine schöne Arbeit, ne? Wenn man überlegt, sauber machen ist immer toll. Und wenn man dann noch Menschen gefallen tut damit, ist das auch umso besser. Das Geld natürlich nicht zuletzt, versteht sich, ne? Ah, okay. Okay, gut. Ach ja, manchmal reicht das und dann ist noch ganz viel übrig, aber irgendwie wird es dann automatisch gecleared. So wie beim Power Cleaner hier, ne? Das
Power-Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Weil ich schon erzählt hatte, ich hab schon wieder vergessen, wie der heißt. Sesam, öffne dich. Nein. Die beste Lautstärke für die Musik aus. Klassische Musiksammlung. Dvorak Quartett Nummer 12, Opus 96, zweites Linto. Ja, ich hab nichts gegen klassische Musik. Ich sag nur, ich brauche jetzt sowas nicht bei der Arbeit, ne? Aber ich hab schon mal gesagt, das ist mehr so Nervennahrung für Geisteskranke. Und ich bin nur ein bisschen verrückt. Nur ein bisschen. Was denn? Das ist eine Blume? Okay, the best sommelier. Aha. Ganz ehrlich, für mich schmeckt die Plörre immer gleich. Wein. Kann ich mal aufmachen. Good old times. But now I have to deal with Jennifer's body. Wilde Fit Body. Ja, hat euch leider auch nichts gebracht. Fit zu sein. So. Park schon mal das Wasser hier drin. Das ist nämlich doch gutes Wasser. Ich finde es schön, dass man die verschiedenen Farben drin sieht vom Spielmittel. Ui. Hässliche Skulpturen, die man gut verchecken kann. Verschlossene Räume machen mich nicht unglücklich, aber irgendwie. Naja, doch ein bisschen. War wieder voll. Muss ja langsam mal den Müllsack hier skillen, ne? Rutsch. Wieder voll. Alter. Ich will da ganz oft laufen hier. Da unverschämt ist das. Attacked by surprise. Probably had no idea somebody's after her husband. So. Schon wieder voll. Heidenei. Wie viele Großkalibrige haben die denn gebraucht, bitte? Einmal mit Profis arbeiten. So, alles weg. Flasche stellen wir mal hin. Die Kerze machen wir gleich mal aus. Sieht eher aus wie Rotwein, oder? Das ist halt sauber, oder nicht? Boah, das dauert aber ganz schön lange, ne? Teppich hier ist das hartnäckiges Blut. 7% erst. Boah. Heckmogul Mantli. So. Sieht teilweise gar nicht aus wie Blut, sondern wie Rotwein, finde ich. Alter. Diese angenehme Musik dazu. Oh, das war klar. Gut, dass sie das nicht zerschossen haben. Sonst hätte ich eine Menge Arbeit hier. Das wäre echt krass. So, wunderbar. Hoppala. Ja, hoppala. Immer drankommen und alles umschmeißen, frage ich mich. So, dann weiter die fröhliche Putzerei. Ich müsste ja eigentlich mal systematischer angehen, ne? Und erstmal alles aufräumen oder so. Dann mache ich das Blut zum Schluss. Aber dafür brauche ich erstmal noch die Fußstapfen. Ich kann ja mir hinterlassen, nämlich diesen Skill. Ich glaube, ich trage das hier auch die ganze Zeit nur rum, obwohl ich schon verringert habe, aber. Oh Gott. Für ganz 100% ist das ja auch nicht. Zeit des Blutes. Haben wir schon entfernt. Ich finde den Druckreiniger immer noch so sinnlos, weil mein Mob, der macht das schon. Ich meine, hallo? Den habe ich ja jetzt komplett geskillt, oder? Guck gleich mal. Das war einfach so ein teures Ölgemälde abwischen, feucht. Wirkt Wunder, habe ich gehört. Ah, ja, okay. Sehr gut. Man blutet ja auch immer so viel.
Beherrscht euch mal ein bisschen. Frechheit. Jetzt hat die sie reden. Das wird mich so nervös machen, wenn ich das höre. Weil, ich meine, wir machen die jetzt zwar nur sauber, aber im Prinzip helfen wir dabei, eine Straftat zu verschleiern. Mehrfachen Mord. Das ist bestimmt nicht so cool. Vor Gericht. Hoppala. Habe ich Müll gemacht? Nee. Ist nicht kaputt gegangen. Noch nicht. Wo kommt der jetzt eigentlich hin? Da? Jo. Das ist ja das Schöne. Ich versuche, diesen Call zu machen, aber ran out of time. Hoppala. Multiple gunshot wounds. The attacker clearly went off the deep end. Did he blame her for her husband's misbehavior? Man weiß es nicht, aber ich finde das halt schon sehr drastisch, dass die ganze Familie dran glauben muss. Nur weil der Mann Scheiße gebaut hat, dann sollte man doch den Mann hinrichten. Zeig doch auch. Wie gesagt, Frau und Kinder. Uncool. Und ich so, thank me. Warum sollten die dir danken, die ist tot? Dass du sie in einem Müllsack entsorgst? So, wie gesagt, Müllsäcke dringend skillen, weil wenn ich jetzt jedes Mal so lang latschen muss, das ist ja auch ein bisschen fies, ne? So, der Müll ist beseitigt. Jetzt werde ich erstmal die Brühe hier wegkippen. Langsam. So, das Schwämmchen. Ich brauche ein bisschen mehr Reinigungsmittel, das ich hier reinkippen kann. Am besten 5 oder so auf einmal. Alles, was ich habe, so ein ultimatives Reinigungsmittel wäre cool. So, jetzt machen wir erstmal schwierige Flecken. Solange die Rate mit der Werkzeuge verschmutzt werden. Und dann machen wir noch hier. Ja, der Eimer verschmutzt. Guck mal, was haben wir hier? Die Tür geht nicht auf. Oh. Stuhl hin. Ja. Das machen wir alle ein bisschen weg. Sag die zack. Ja, alles wieder schön sein hier. I should clean it first. Oh. Perfekt. Wir schieben ja eigentlich die Möbel hier. Ich frage mich, kann ja sowas passieren. Ja. Wo kommst du denn hin, du hässliches Teil? Ja. So. Was macht der hier drin, der Stuhl? Ich verstehe es halt manchmal nicht, was die hierbei denken, wenn die einfach umräumen. So sinnbefreit. Geht aber auch nichts mehr auf, hä? So. Aber das hier fehlt auch noch ein Stuhl. So. 90%. Ever bought these, maybe you could have saved your family. Knife my wife? Yeah, probably not. Ist das denn gemeint? Die Frau umbringen oder was? Upsi. Die Tassen haben vorher schon gefehlt. Keller geht's auch noch so. Ort freigeschaltet. Keller. 5 Beweise, wischt das Blut auf. Jesus, that one was tortured. Bohrmaschine. This was not a drill. This was not a drill. Ooh. This one wasn't enough.
Handy for breaking bones. A lot of stab wounds, some drill marks. Easy to see it was deeply personal. So that must be Mark. Hi Mark. Hi Mark. Ich sage, ich find's so cool, dass er noch so Humor hat und das alles hier so leicht nimmt. Bye Mark. Mega. So, da war das jetzt auch. Hi Mark, bye Mark. Ich muss den Keller putzen. Ich nehme einmal ein bisschen mit hier vor. Ich will den jetzt nicht komplett runterschleppen. Weil so viel ist es, glaube ich, nicht im Keller. Oh, warte mal. Zip, zip, zip. Zip, zip, zip. Hier geht's um. Nein, kein Beweis mehr. Okay. Der Keller ist clean. Oh, was habe ich denn da entdeckt? Hier etwa ein Secret. Wo ich wieder alle verpasse. Ein Geheim. Alter, ist das alles Geld? Wow. Looks can be that deceiving. Zwei. Yes. Totally worth it. Ist das Rupien oder was? Das war jetzt mal voll die Verarsche. Aber so voll. Das finde ich halt schon ein bisschen frech, ne? Mach ich mir die ganze Mühe? Räum die Kisten beiseite oder ist das so eine Kacke hier? Is that the surveillance room? Aha. Bisschen Schmuck. Oh. Ich kann sagen, das sind mehr als 100 auf jeden Fall. Okay. Was werde ich tun, um mein Leben zu verbessern? Eine gesunde Ernährung beibehalten? Ich sollte mindestens 7 Kilogramm abnehmen, um mich in meinem Körper wohlzufühlen. Zu Hause oder im Fitnessstudio trainieren, mindestens 4-mal pro Woche. Vor weniger als einem Jahrzehnt war ich ein bekannter Fitnesstrainer, verdammt nochmal. Ich war auch vor nicht allzu langer Zeit Miss Teen, oder? Oder? Fokus auf die Therapie. Es ist Zeit, endlich zu heilen. Antidepressiva allein reichen nicht aus, das weiß ich jetzt. Bedenken, dass Familienzeit wirklich wichtig ist. Ich habe 2 großartige Stiefkinder und einen erstaunlichen Ehemann. Sie geben mir jeden Tag viel Kraft. Ja. Die Erkenntnis kam ein bisschen spät, aber ja. Was? Maranashi. Immerhin wollt ihr es versuchen, ne? Noch was zu ändern. Hier sonst noch was? Warum liegt da Geld im Drucker? This message didn't age well. Er weiß von uns. Pass auf, mein Liebster. Ich hoffe, bald bei dir zu sein. Upsi. Naja, ist jetzt auch egal. Alles. So, wir löschen mal die Aufnahmen. Dass wir nicht alle auf einmal löschen können, finde ich ein bisschen komisch. Brute Force Hacking, was macht das denn? Oh. Mach ich es manuell, komm. 9, 3, 5, 2. Geht auch viel schneller, oder? So. Löschen, löschen. Wir müssen eigentlich nur die eine auf. Na gut, wenn wir alles löschen, ist vielleicht besser. Wenn wir die eine Aufnahme nur löschen, dann ist halt schlecht, ne? Dann wissen die ja, dass wir das absichtlich gemacht haben. Meiner, joink. Erster Stock. Ich nehme mein Putzeimerchen mit. Mein bester Freund, Amy. Wischen, wischen. Oh, in dem Teppich geht da so kacke raus, Mann. Könnte ich mal woanders sterben? Mann, ey, da macht es mir die Arbeit schwer mit so einem Scheiße. Da sieht das Blut auch ganz anders aus, ne? Oh, warte. Die Patronenhülsen kann ich auch abwischen, aber macht nicht so viel Sinn, ne? Oh, mit dem Schwamm geht das super, guck mal. Ja, wieder was gelernt, Kinder. Mit Flecken im Teppich immer mit dem Schwamm ran. Vor allem Blut geht da anscheinend sehr gut raus. Wirklicher Nihilist. Hey Tyler, Tyler Pitt, hey Edgelord, entspann dich mal, ein vollständiger Leitfaden zum fröhlichen Nihilisten werden. Ja, ist schon klar. Respected Area, hier wohnt bestimmt ein Kind. Wohnte. Scheiß die Wand an, ey. Okay.
Wäre das halt fies, dass die gleich die ganze Familie beseitigen. Nicht einfach mal so den Typen, wie gesagt, einfach opfern. Also, opfern. Ich meine, dass der sich opfert oder so. Nee, die ganze Familie muss mit dran glauben. Ach. Hui. Dann fertig. Oh nein, ist dort was kaputt gegangen. Hoffentlich nicht. 44% Müll. Da ist nochmal Wasser. Oh. Waschküchenschlüssel. Your concerns were legit. Dad had an affair and fucked the whole family by accident. Fuck, ey, Queen. Omnom, 18. Kara, bist du da? Bitch, please. Ja, was ist los, Mabel? Ich drehe gerade durch. Warum? Ich glaube, Papa hat eine Affäre, habe ihn mit einer Frau am Telefon reden hören. Es war nicht Mama, da bin ich sicher. Mach nicht verrückt, Mädel. War wahrscheinlich nichts. Ich weiß nicht, vielleicht hast du recht. Vielleicht bin ich auch. Sicher. Oh je, die Arme. Und nur wegen ihrem dummen Vater muss sie dran glauben. Das ist ein bisschen fies. Bisschen ungerecht. Fuck. What do we have here? Alter, was hat ihr mit dem Jungen angestellt? Just imagine playing some FPS and ending up with a bullet in your head. That's what I call immersion. Ja, das ist Immersion. Oh, da ist noch Geld. Fetch. Ja, wie krass, oder? Dass sie den auch so hinrichten. Ich meine, der kann ja nichts dafür, dass sein Vater ein Penner ist. Wer sind das jetzt eigentlich alles, die Leute? Also es war die Stiefmutter, die zwei Kinder und der Mann. Aber wer ist dann die fünfte Person? Wahrscheinlich wieder irgend so ein Hausklave, so ein Unbeteiligter. Ist schon ganz schön krass. So, weg mit dir. Joink. Ist jetzt mal aufgesaugt oder nicht vom Auto? Komm gleich wieder. Nur noch kurz deine Schwester. Ja, zum Glück sind es auch immer schon so junge Erwachsene, sage ich jetzt mal, und keine Kinder richtige, weil das fände ich ein bisschen echt übel, du. Die ganze Tür ist kaputt. Habe ich mir nicht die Axt geholt? Yes. Oh, wie schön, das geht jetzt. Zack, zack, zack. Alter, ja, ja, ja. I need to be careful, so she doesn't fall. Fuck. Fuck. Ups. Ey, das war ich nicht. Das war vielleicht der Luftzug, aber ich war das nicht. Jo. Der so über Kreuz greift. Eieieiei. Alle was ab da unten. Arme Leute, Konfetti. Porzellan. Na gut, eigentlich. Time for a bag swap. Ja, auch nur am Hustle in der scheiß Wohnung. In dem Haus. Wird es weg. Sehr gut. Muss ich die Tüte? Nee. Das ist wieder dieses dumme Teppichmaterial. Meiner. Und he deserves a better life. Sie verdient überhaupt erstmal ein Leben, würde ich sagen. So. Oh, der ist ein bisschen blutbeschmiert. Ein bisschen. Hat sie da so ein Billo-Plastiksessel? Wahrscheinlich ist das halt Designer alles hier. Oh, ich mach erstmal bei dem Mädchen sauber, bei der Tochter. Sehr gut. Back where it belongs. So. Wunderbar. Ach, da ist die Zeit. Ja, kriegen wir hin. Gehen wir locker hin. Alter. Don't have a key. A hatchet will do. Aber das ist doch genau dieselbe Axt, die ich habe, oder? Kann ich die nicht einfach einsacken? Ja gut, das ist halt Mordwerkzeug, ne? Alter, dieser Stoff hier. So hartnäckig die Kacke. Und die ganze Zeit durch die Polizeisirenen. Das macht mich total wahnsinnig.
das nächste Wasser mache ich auf jeden Fall mit dem schwierigen Fleckenzeug rein. So. Blut haben wir ja eigentlich noch. 38 habe ich schon. Okay. So, so. Wie gesagt, auf Holz geht das richtig super, ne? Ah. Eieieiei. Oh, aber alles vollgespritzt mit Blut. Ich meine, was haben die mit der angestellt? Haben die ihr Blut abgezapft und es rumgesprenkelt im Raum? So wirkt das nämlich manchmal hier. Keep calm and live, love, love. Calm is the best I can do. Was ist denn hier? Da. Ich hatte so Angst, diese Reden die ganze Zeit zu hören. Ich hätte voll Paranoia, dass die mich holen. Das liegt nicht am LSD. Das ist einfach so. Na, komm. Oh, Kinder, was ist das für ein Boden, Mann? Ist der aus... Ist das Beton oder so ganz poröser Beton? Sieht halt aus wie Plastik. So ein Laminat oder sowas vielleicht. Kriegt man den so bescheuert sauber. Was? 66%? Erst wo ist doch noch alles voll hier. Hört sich auch ein bisschen versaut an, das Geräusch übrigens. So. Möbel sind an ihrem Platz. Patsch, patsch, patsch. Oh, da ist auch noch Blut da oben. So. Oh, das war's doch jetzt. Nö. Okay, ich bringe schon die Leiche zum Auto. Das war dann die letzte. Und den ganzen Müll muss ich ja auch noch. Da machst du das mit. Oh, warte, falsch. Da machst du das mit hier. Was ist jetzt hingefallen? Scheiße, was ist hier hingefallen? Ist hier... Oh nein! Can't really call it a soft landing. Hard to imagine losing a child like that. Oh Mann, ey. Der macht's halt aber so richtig schön Dreck. Aber ich reg mich nicht auf. Habe noch mehr zu tun. Ich räume jetzt mal alles zum Auto und dann. Mal sehen, was das Haus noch zu bieten hat, auch secret-technisch. So, das haben wir jetzt das Schlimmste, würde ich mal sagen. Aller Müll ist entsorgt, die ganzen Leichen sind weg. Ach, warte mal, ich soll noch ein Foto machen vom Schwimmbecken. Von hier, oder was? War das gut so? Wie kann ich hier wieder raus? Hallo? Hier vom Haus. Machen Sie Fotos im Keller. Warum das denn? So, drehen wir das Wasser auf. Einfach so, weil es gut aussieht. Keller, soll ich auch noch Fotos machen? Ach, die Möbel. Ja gut, der eine Stuhl jetzt, der hat jetzt auch nicht groß was ausgemacht, ne? So. Machen Sie Fotos im ersten Stock. Habe ich jetzt heute für was? Für was soll ich hier Fotos machen? Oder für wen? Ja, wahrscheinlich eher sowas hier an Fotos soll ich machen, oder? You died. Ah, der Dark Souls gespielt, wie geil. So, machen Sie Fotos im Erdgeschoss? Ja, 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 ja. Hier haben wir nichts mehr. Was vielleicht noch? Okay. Erstmal Power.
Für die Flecken. Nein. Und... So. Weiter geht's. Was ist das letzte Zimmer? Alter, hier sieht's richtig schlimm aus. Aber ich habe jetzt mein Powerwaschmittel. Wie geil mit dem You Died einfach mal. Oh je. Hat der so viel Milch getrunken oder was? Der Milchbubi. Hat er eben so geklackert. Das? Oh, der Hi-Hat kommt. Ich will mal hier sagen, hier hin. Bumtsch. Wir haben leider gar nicht so viel Zeug hier im Haus, was man noch mitgehen lassen kann. Was für ein Milchbubi ist das denn? Der hat nur Milch gesoffen und Snacks gegessen. Ja, bei 20 geht sowas auch noch, aber trotzdem macht man sich damit, glaube ich, den Magen sehr kaputt für später. Ja, könnt ihr mir glauben. Das sollte man nicht tun. So. Na. Na. Aber hier? Ja, it literally killed him. Gamers, brace yourselves. Alle Simulator, ein Sim, um sie alle zu beherrschen. Kein Crunch und ewiges Glück. Interview mit dem CEO von Exploitsoft. Solange spielen kann ich buchstäblich umbringen. Ja. Hatte ich ja für Gerücht, also ich finde Zocken ist jetzt nicht so schlimm. Es gibt deutlich schlimmere Hobbys. Saufen zum Beispiel. Oder Drogen nehmen. Für manche ist es ja eine Lebenseinstellung, aber ich finde das... Ich finde Zocken jetzt überhaupt nicht schlimm, also bitte. Wenn ihr euch immer sowas jemand erzählen will, hört nicht auf den Scheiß. Oh, komm mal, Klopapierrolle am Schreibtisch, natürlich. It won't move like this. Warum denn nicht? Der Stuhl weg. Ah ja. Like no one was ever here. No one ever died. Ist schon irgendwie geil, dass da steht, you died. Und auch Green Street, der hat bestimmt gestreamt. So, Blut ist alles weg, stellt die Möbel wieder an ihren Platz. Ich glaube, den Rest kann man so lassen, hier sieht sie eher aus wie Sau. Ja, so. Und dann fehlt noch. Hier ist das Ding Symbol. Das hier. Da ist es. Ja, ganz ehrlich, das hat da vorher schon noch nicht da gestanden. Warum soll ich es jetzt da hinstellen? So ein Quatsch. Okay, die war schon so. Ist nicht meine Lampe, also ist mir egal. So, machen Sie Fotos vom Erdgeschoss. Hier haben wir auch alles. Ohne Scheiß, ich will nicht wieder irgendwas übersehen. Wo sind noch die Geheimnisse hier? War jetzt aber auch nichts mehr. Weg. Oh nein. Na gut, der ist schon fast dreckig, aber ist egal. Hui. Muss doch irgendwo was sein, bestimmt. Kann ich nur ein Geheimnis gewesen sein, oder was hatte ich jetzt? Zwei? Ist das eine Riesenflasche Alk? Oder die Luxusbude hier. Auch nix. Ich hätte die vorher alle fotografieren müssen, die Leichen, ne? Dumm gelaufen. Verlassen Sie den Tatort, wenn Sie bereit sind. Ich habe ich alles gemacht. Alle Aufnahmen wurden gelöscht, sehr gut. I'm taking this home. Oh, was ist das denn? Sieht teuer aus. 100, naja. Oh, ja, Leute, dann ist noch ein bisschen Geld. Und Zitronen. Für den Tequila. Das ist ein Kochbuch in der Mikrowelle. Ah ja.
Microwave Magic. Ja. Kann man machen. So Leute, da muss doch immer... Der ist 100 wert. Warum ist der Schraubenschlüssel so viel wert gewesen? Sehe ich jetzt nicht. Naja. So, die Schraubendreher-Bits brauche ich auch nicht. Aber irgendwas muss hier doch sein, Leute. Vielleicht? Nee. Er guckt auch ein bisschen. Irgendwo, was ist das für. Was für der. Irgendwo, gib mir da was! Oh, okay, ja. Ich hab dich gerade. Auch noch mehr Geld. So. Ob das reicht am Ende für unsere Tochter, ist mir eigentlich alles egal. Der hat Kippen geraucht. I. Nicht mal Joints oder so. Wirklich Zigaretten. Bloodscream. Psycho Bloodscream. Und auch so eine fette Flasche hier, der beim Bett. Das ist so eine Alki-Familie. Riesiger Fernseher. Ich hasse reiche Menschen. Und alles voller Gras. Nicht, weil ich sowas auch möchte, sondern weil die halt einfach nur komplette Schweine sind, ne? Weil die halt alles raushauen und Strom verballern ohne Ende wahrscheinlich. Achso, hatten wir schon. Boah, warum nicht auch eine Mikrowelle im Zimmer? Alles gut. So, irgendwas habe ich hier bestimmt noch. Ui. Hätte ja auch so ein Schädelchen da. Hab ich wieder einen Platz geschoben. Ich glaube, sie war halt schon so ein bisschen eine nette, eine normale. Aber sie hat halt. Ja, halt so die Kalendersprüche, ne? Aber. Ich meine. Die hat jetzt nichts irgendwie Schlimmes gemacht. Die haben alle nichts Schlimmes gemacht, glaube ich. Außer vielleicht der Vater mit den ganzen Rupien im Keller. So, jetzt sind wir aber wirklich fertig, Leute. Jetzt habe ich genug Zeit geschunden. Wird halt ein bisschen kürzer, der Part, ne? Ist halt manchmal so. Aber das spiegelt was komplett... Ne, es spiegelt richtig. Aber die Stühle, sind alle weg. Also es ist nur eine Fake-Spiegelung. Ach, warte mal. Warte mal. Geheimnis entdeckt. Aha. Das, ich will sehen, die Hände wieder. War's jetzt, ha? Eure Gemälde, oder wie? Ui. Ja, mittlerweile bin ich auch abgehärtet von den Sirenen, ne? Komm nicht wegen mir. Na gut. Guck mal, die kleinen Astronauten, wie cool. Walkman. Steht da Walkman drauf? Nö, ich glaube, wir haben alles. Wir mal kurz hier gucken. Auch nichts mehr. Leuchtet nichts. Ja, ich glaube, das war's jetzt. Ich hoffe, das war's. Wahrscheinlich fehlt wieder. Oder fehlen zwei Geheimnisse noch. Bestimmt. Aber ich ärgere mich jetzt schon. Ich sehe es gleich in der Statistik. Ach. Hast es jetzt schon. Affäre mit dem Tod. 100% Blut, ja bitte. Müll 100%, danke. Möbel sowieso 100%. Alle beseitigt. Tja, ist klar. Die
Leichen sowieso. Das ist ja, glaube ich, die Hauptvoraussetzung. Wenn man das macht, kann man eigentlich schon gehen. So. 100% alles. Also, es war ein Rubel, okay. Keine Rupien, aber Rubel ist vielleicht doch schlimmer wegen Mafia und so, russische Mafia. 19.232 Dollar. Oh, bitte, bitte, bitte. 12 Punkte. Nice. Bitte. Bitte. Ah! Fuck you! Ich hab's auch gewusst. Ich hasse es. Warum? Wo war das Geheimnis, bitte? Jetzt könnte mir nicht erzählen, dass da noch ein Geheimnis war. Wo denn? Ich hab... Naja. Gut, da haben wir mal die Punkte. Das ist sicher ein Mob. Ist totaler Quatsch. Werkzeuge. Müllbeutelkapazität. Maximale Anzahl kombinierbarer Müllsäcke. Hä? Kombinierter Müll... Kann man die etwa kombinieren, oder was? Boah, dann ärgere ich mich ja, ne? Lampe, die zusätzliche Lampe. Müllbeutelkapazität maximiert, ja. Reichweite. Ja, komm, machen wir erstmal Wasser. Ist dann was denn da? Die Anzahl, Nutzung aller Reinigungsmittel. Unbegrenzte Anzahl von Reinigungsmitteln. Ist eigentlich total egal. Ist mir eigentlich total egal, wie gesagt. Erhöht die Kraft von Reinigungsmitteln um 10%, wenn nur ein Typ im Eimer ist. Was? Und erhöht die Kraft von Reinigungsmitteln um 25%, wenn sie im Eimer nicht dupliziert werden. Ich meine, ja, ja. Brauchen wir nicht. Doch, nehmen wir mal mit. Gut, wir haben alles geskillt soweit jetzt, was ich brauche. Also wirklich, wirklich. Oh nein. Dexter. He's working for a mob boss, but you're still a good boy. Er ist wirklich ein good boy. Er ist so artig. Er ist die ganze Zeit hier während unseres Day- und Night-Jobs und trotzdem... Guter Junge. Kowalskis Wohnung. So, möchten Sie den Tag die Geschichte fortsetzen? Ja, bitte. Ich hoffe echt, der kriegt das auf die Kette und ihm passiert nichts. Teil das Wohnung. Hey, we're almost done. Are you ready? Not yet. Something's wrong. Have you tried turning it on and off? Yes. Try for yourself. Oh, that's strange. Works for me. God, just shut up. Try another one. Dazu das meiste einer Katzen. Süß. Tada, stirbt. Unser Kumpel. Immer Handschuhe an, ne? Sehr gut. Muss ja an die Wand bohren, Mann. Erst. Das sind nicht was Schrauben. Ist egal. So, geh mal ins Handy und Dexter streichen. Who's a good boy? Who's a good boy? Ja, du bist der beste Boy. Der allerbeste. Da ist es. Morning, Kowalski. This time I have an easy peasy job for you. You need to clean up the dead rat, Tyler. One small apartment, just a few bodies. Go to his place, tidy it up, and that's it. That fool and his nomad girlfriend hosted a conspiracy meeting against me. Now at least I'm done for good with this nomad shit. For fuck's sake, Tyler. You of all people should have known that this guy wouldn't let it pass. Hey, ich sagte, der holt uns auch noch. Leute, das war's für den Part. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder zum Crime Scene Cleaner nächstes Mal. Lasst mir Liebe da. Und bis dann. Tschüss.